zurück von der Mittagspause. Wir begrüßen jetzt den Falk Stern mit Data Center Management mit Rectables. Bitte schön. Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Data Center Verwaltung mit Rectables. Das heißt, wie ich meine Server verwalte, wie ich sicherstelle, dass alles da ist, wo es hingehört. So zum Inhalt ein bisschen. Ich habe ein bisschen Vorstellung, einmal von mir, vom Unternehmen, von dem, was wir so machen. Dann ein bisschen was zur Schrankverwaltung, dann zur Kabelverwaltung. Das heißt, wie beklebe ich meine Kabel, damit ich sie auch wiederfinde. Dann ein bisschen was zur Serververwaltung. Das heißt, wie stelle ich sicher, dass das Blech, was ich da gestern bestellt habe, auch tatsächlich da landet, wo es hin soll. Dann noch ein bisschen was zur Infrastruktur- und Netzwerkverwaltung, weil Server braucht Strom, Server braucht Netzwerk. Ohne ist das Ganze ein bisschen sinnlos. Und dann noch so ein bisschen Kleinkram dazu. Fangen wir mal an. Wer kennt Xing nicht? Wer traut sich das zu sagen? Genau. Keiner. Gut. Dann überspringen wir die Folie einfach. Bisschen was zu mir. Mein Name ist Falk Stern. Ich bin 34 Jahre alt. Bin Teamleiter im Netzwerkbereich bei Xing. Meine Schwerpunkte sind halt Netzwerk und Infrastruktur, das heißt alles bis zum Server. Alles bis zum Server, das heißt inklusive Strom, Netzwerk, Wasser nur nicht. Vorher war ich 4,5 Jahre bei einem Outsourcing-Dienstleister tätig, der ein eigenes RZ hatte. Davor bei einem Hamburger ISP, der auch Hosting-Betrieb gemacht hat. Davor bei so einer kleinen Hamburger Internetfirma. Also ich komme da schon so ein bisschen rum. Dann so Vorstellung von unserem Datacenter. Erstmal, warum will man eigentlich eine eigene Colocation haben? Wir legen halt sehr viel Wert auf Datenschutz. Damit werben wir auch. Und das heißt, wir müssen unsere Sachen, unsere Daten bei uns im Zugriff halten. Und wir können die nicht einfach irgendwo in eine Cloud geben oder zu irgendeinem Anbieter. Deswegen machen wir den ganzen Zinnober. Wir haben zwei Datacenter, einmal hauptsächlich aus Redundanzgründen, damit wir auch mal eins für Software-Upgrades abschalten können oder zum Beispiel auf einem neue Software implementieren können, dann sagen, okay, wir fahren heute mal auf dem zweiten. Und Entschuldigung. Und wenn es nicht klappt, schwenken wir halt wieder zurück. Wir haben uns entschieden, das Ganze mit einem Anbieter zu machen. Das hat den Vorteil, dass Prozesse und Wege meistens kürzer sind, weil man sich nicht mit zwei unterschiedlichen Organisationen rumplagen muss und man irgendwann auch sämtliche Leute kennt. Motivation für dieses ganze Rectables-Gemurmel war das da. So sah es in der alten Kohle aus. Es wurde langsam unübersichtlich, es wurde voll, es wurde Spaghetti. Wir hatten zu wenig Platz, wir konnten nicht mehr erweitern. Und sämtliche Dokumentation war unvollständig. Also so sollte man es nicht machen. Dann haben wir unsere Datacenter genommen, haben die Server in Kisten gepackt, haben sie ein bisschen durch die Gegend gefahren und haben auf einer grünen Wiese eigentlich angefangen. Wir haben neue Hostnamen verteilt, wir haben neue IP-Adressen verteilt, wir haben das Subnetting neu gemacht, wir haben eine komplett neue Verkabelung eingezogen und wir haben von Anfang an angefangen zu dokumentieren. Und haben anhand dieser Dokumentation den Umzug gemacht. Ein paar Zahlen und Fakten zu uns. Wir haben zwei Standorte zu je 40 Racks. Da drin sind 580 physikalische Server. Dann haben wir so ungefähr 500 virtuelle Maschinen im Produktionsbetrieb. 280 virtuelle Maschinen für Entwickler, auf denen halt Software entwickelt wird, auf diesen Testmaschinen. In dem Ganzen bummeln sich so knapp 6.000 Netzwerkports, knapp 4.000 Stromanschlüsse und so mehr oder weniger 15 Kilometer Netzwerkkabel. Glasfaser, Kupfer, alles Mögliche. Dann benutzen wir ein paar Tools, und zwar einmal Rectables in der halbwegs aktuellen Version mit ein paar eigenen Anpassungen, da komme ich auch noch zu. Wir benutzen Partkeeper zur Lagerverwaltung. Kennt wahrscheinlich wieder keiner. Git und SVN für Revisionskontrolle und Jenkins zum Jobs automatisieren.
RackTables ist so ungefähr 2006 aus der Not heraus entstanden, ein bestehendes Datacenter dokumentieren zu müssen. Es wurde von ein paar Admins geschrieben, die einfach gesehen haben, es gibt halt keine kommerzielle Lösung, die das halbwegs bezahlbar machen kann. Das ist eine typische LAMP-Anwendung, also Linux, Apache, MySQL, PHP. Es ist unser Single Point of Truth, das heißt, was bei uns nicht im RackTable steht, gibt es nicht im Datacenter. So, wir haben noch ein paar eigene Anpassungen gemacht. Wir haben da so ein kleines Ticketsystem reingeflanscht und wir haben da zusätzlich noch eine API zugebaut, damit man auch andere, aus anderen Tools die Daten aus RackTables rausholen kann. Die API wird demnächst von uns veröffentlicht. Der Kollege, der das macht, sitzt da hinten. Dann hatte ich schon erwähnt, wir benutzen Pathkeeper. Pathkeeper wurde vom Raumzeitlabor, so einem Hackerspace in Mannheim, entwickelt. Und war eigentlich dazu da, so eine Sammlung von elektronischen Bauteilen zu verwalten. Das heißt, wo habe ich meine Widerstände hingelegt und ähnliches. Wir haben uns gedacht, was man mit Widerständen machen kann, kann man auch mit Festplatten machen. Und haben uns das Ding einfach angeguckt, haben gesehen, okay, das passt. Das Einzige, was es nicht konnte, es konnte keine LDAP-Authentifizierung. Aber auch das haben wir nachgebaut und werden wir ebenfalls veröffentlichen. So. Kommen wir ein bisschen zur Schrankverwaltung. Schränke müssen ja auch einen Namen haben, damit man sie wiederfindet. Wir haben mehrere Standorte. Haben uns dazu entschieden, den IATA Airport Code zu verwenden, also in diesem Fall halt FRA Frankfurt. Weil wenn wir jetzt einen Standort in Berlin hätten, ich weiß nicht, was wir nehmen sollen, TXL oder BER, je nachdem, was irgendwann mal fertig wird. Wir haben mehrere Reihen, die haben wir einfach alphabetisch durchnummeriert, also alphabetisch sortiert, das heißt, wir haben Reihe A, B, C, D und die Racks selber in der Reihe sind numerisch sortiert. Das heißt, FRA 1, A17 heißt, okay, ich muss in den Standort, erste Reihe, Schrank Nummer 17. Klebt auch nochmal auf dem Schrank drauf, aber so findet man es wieder. So sieht unser Schrankaufbau aus. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem RackTables. Das ist ein bisschen dunkel hier. Das kann man oben relativ schlecht erkennen. Wir haben 46 Höheneinheiten in unserem Schrank, haben oben drin zwei Switche fürs Produktivnetzwerk, haben einen Switch für ILO und Management da drin. Das heißt, oben sind schon mal die ersten 6 Höheneinheiten sind weg. So 3 Höheneinheiten für Switche, 3 Höheneinheiten für Kabelmanagement. Hinten drin stecken 2 PDUs mit 21 normalen C13-Steckern, 13-19-Buchsen. Die sind hinten seitlich eingebaut. Das heißt, wir haben in dem Schrank so 40 Höheneinheiten für Server übrig. Da die PDUs jetzt nur 21 Anschlüsse haben, haben wir also effektiv Platz für 18 Server. Sonst ist der Strom einfach nicht mehr da. Das reicht, also mit 2 HE-Servern kriegen wir so einen Schrank ganz gut voll. Und damit haben wir dann auch so ungefähr unser Strombudget. Jetzt nochmal so ein paar hübsche Bilder dazu. Das kann man leidlich erkennen. Was wir machen, so sieht es halt drüben im RackTables aus. Sicher kann man das halbwegs erkennen? Nee. Na gut. Und dazu dann halt nochmal der physikalische Schrankaufbau. Was wir gemacht haben, wir haben Kabel in Fußlängen. Das heißt, wir haben keine Meterstücke, sondern wir haben 1,2 Meter, 1,5 Meter, 1,8 Meter und so weiter. Dadurch haben wir halt nicht so ein Kabel, so ein Kabelsalat im Rack, sondern haben das halt meistens so auf ein bisschen Durchhang und das reicht dann. Was wir noch machen, unsere Kabellängen werden im RackTables automatisch berechnet, weil wir wissen halt oben, steckt der Switch drin und zu Höheneinheit sowieso bis sowieso brauche ich 2,4 Meter. Das heißt, wenn ich so einen Server verkabel, weiß ich auch gleich, welche Kabellängen ich benutzen muss. Wo wir gerade bei Kabeln sind. Kommen wir zur Kabelverwaltung. Jedes Kabelende hat ein eindeutiges Label bei uns. Da steht drauf, wo es hingeht, wo es herkommt, von welcher Maschine zu welcher Maschine. Wir drucken die Label mit so einem eigenen Labeldrucker. Der ist für Smart Hands und Lieferanten zugänglich. Das heißt, wir schmeißen auf das Laptop irgendwo eine CSV-Datei drauf. Die können es ausdrucken und dann fällt da irgendwie so ein länglicher Streifen-Label raus. Die Label kommen bei uns auch aus dem RackTables und werden per CSV exportiert. Das ist effektiv nachher ein Klick
und ich kann die Dinge auf den Drucker werfen. In Real Life sieht das Ganze so aus. Das heißt, das ist jetzt mal so ein Foto im Schrank rein. Das Ganze in lesbar habe ich auch nochmal. Wir benutzen zum Labeldrucken benutzen wir Bartender. Das ist jetzt keine Open Source Software, aber so das Einzige, was wir gefunden haben, was halbwegs funktioniert. Da kann man relativ gut erkennen. Also ich habe hier oben, es kommt von Rack B17, geht nach Rack B17, das heißt, das ganze Zeug bleibt im Rack, das Kabel. Es geht vom Fabric Extender Port 6 auf den Swift Storage Node Port 1. Das ist soweit auch klar, das heißt, ich weiß, von wo kommt es, wo geht's hin. Es ist ein C6B, ist ein Cat6-Kabel in Blau, ist 2,4 Meter lang, hat die laufende Nummer 300.820. Diese Kabel-ID kann ich mit dem Barcode-Laser abscannen, kann das Ganze in Rack-Tables werfen und der zeigt mir automatisch die beiden Enden an. Warum machen wir das Ganze? Wenn man sowas ausbauen muss und neu verkabeln muss, weil der Switch ausfällt, hat man Spaß. So, wenn alles gelabelt und verkabelt ist, dauert das Ganze ungefähr eine halbe Stunde. Man kann den Switch tauschen, kann die Kabel wieder draufhängen lassen und muss halt auch nicht selber da runterfahren, um mal eben so einen Switch zu tauschen. Also hat durchaus Vorteile, sowas zu machen. Es ist eine Menge Arbeit, es ist eine Menge Aufwand, gerade beim Anfangsverkabeln, aber es hat uns schon das ein oder andere Mal einiges an Zeit und Aufwand gespart. Ja, also ich habe auf jedem Ende habe ich ein Label, das heißt, ich habe das einmal hier am Switch und ich habe es, jetzt muss ich mal gucken, da, und ich habe es hier nochmal direkt am Server dran. Das heißt, ich kann an jedem Ende gucken, okay, wo kommt es her, wo geht's hin. Und wie man da sieht, wir haben in der Mitte so ein Falz drin, das heißt, wir kleben die einmal rum, das heißt, ich sehe es auch von beiden Seiten. So, Kabel haben wir. Kommen wir noch zu Servern. Wie verwalten wir eigentlich Server? Wie gesagt, wir haben so bummelig 580 Maschinen. Das werden eigentlich immer mehr, das werden eher nicht weniger. Weil die Entwickler kommen mit tollen neuen Projekten, die brauchen dafür Datenbanken, Hardware, ähnliches. Wir haben ein wöchentliches Meeting dazu. Wir stimmen uns jede Woche ab, was wir denn an Hardware brauchen, sammeln das Ganze ein bisschen und fangen dann an zu bestellen. Wenn wir diese Bestellung losgetreten haben, wissen wir, was wir sozusagen haben wollen. Und dann bauen wir das Ganze schon mal bei uns ins Rack-Tables ein. Das sind so ein paar Mausklicks. Ich klicke oben auf Add More, trage meine Server da ein, trage mein Asset Tag da ein. Das kann auch einer mehr sein. Und kann dann anschließend meinen Server mit Leben befüllen. Das heißt, ich kann ihn irgendwo in einem Rack einbauen. Ich suche mal an der Seite mein Rack raus, ich weiß, okay, FRA 1, Reihe A. Sehe dann im Rack-Tables die freien Höheneinheiten, klicke mir das zusammen. Damit weiß ich dann, wo die Kiste schon mal ist. Dann mache ich noch so ein bisschen Auswahl. Was ist das für Hardware? Welches Betriebssystem soll drauf? Das heißt, anhand dessen konfigurieren wir auch Pixie-Server, DHCP-Server. Das heißt, wenn ich die Maschine anschalte und eine Viertelstunde warte, wird danach ein Ubuntu drauf sein. Oder ein Debian oder ein CentOS, je nachdem, was ich da auswähle. Komme ich aber nachher noch zu. Dann geht es weiter. Ich habe das Ding virtuell eingebaut. Dann kriegen wir irgendwann vom Lieferanten die MAC-Adressen, können die entsprechend auch eintragen im Rack-Tables. Unser Lieferant konfiguriert halt RAID-Controller vor, konfiguriert das ILO vor. Also setzt halt ein Standardpasswort, baut die Lizenz ein, stellt das Ding auf DHCP. Anschließend kann ich das Ding dann im Rack-Tables auch noch verkabeln. Also ich kann mir meinen Port auswählen, sage oben Link this Port. Dann zeige ich mir das Rack-Tables schon mal an, okay, was hast du in diesem Rack an kompatiblen Ports? Das heißt, ich sehe wenigstens meine freien Ports auf dem Switch in dem Rack. Dann kann ich sagen, okay, Cable-ID lasse ich mal leer, klicke auf Link. Und habe dann entsprechend meine Connection, das heißt mein ETH0, ist ein Gigabit-Link, geht auf Fabric Extender A1B, Port 5 und hat entsprechende Cable-ID. Das heißt, das Rack-Table hat sich rausgeholt, okay, ist ein normales Serverkabel, das ist also blau,
Das Ding ist relativ weit oben eingebaut, also brauche ich 1,2 Meter und ich vergebe eine laufende Nummer. Das Ganze sieht dann nachher so aus. Wenn man dann fertig ist mit Editieren, Ports und Links, natürlich kommen dann halt noch Management, Power Supply und ähnliches dazu. Und ich kann mir anschließend für den Server ein CSV runterladen. Das kann ich auf meinen Labeldrucker schmeißen und die Kollegen vor Ort wissen sofort, wie sie es zu verkabeln haben. Wenn das soweit fertig ist, machen wir für unseren Lieferanten Laufzettel. Das heißt, effektiv ist es ein PDF-Export der Rectables-Seite, wo alles Wichtige draufsteht. Wir schmeißen die CSV-Datei bei uns auf den Drucker. Und bei der ganzen Sache muss man halt den Lieferanten natürlich stark einbinden, weil die müssen Bescheid wissen, was sie tun sollen. Und das ist mit wechselnden Anbietern manchmal so ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn man heute bei HP kauft, morgen bei Dell, muss man die Jungs quasi immer neu anlernen. Wie läuft so ein Einbau bei uns ab? Der Lieferant bekommt eine Einbaueinweisung, also sprich seine Zettel. Er baut halt die Server ein, verkabelt sie entsprechend der Einbauanweisung, schaltet die Dinger an und dann bootet das Ding hoffentlich das, was wir ihm konfiguriert haben. Ein Einbauzettel sieht dann so aus. Das ist einfach ein Screenshot aus dem Rectables. Ich sehe oben, was das Ganze ist. Das heißt, ich habe hier oben, weiß nicht, ob man es lesen kann, aber hier oben ist halt mein Objekttyp, das ist ein Server. Ich weiß, was drin ist, da sind zwei Opterons drin. Ich habe dem Ding Asset-Tag gegeben. Ich weiß, wie viel RAM da drin ist. Ich weiß, was das für ein Server ist. Ich weiß, was er booten soll. Ich habe meine ganzen Verkabelungen, das sieht man hier ganz gut. Das heißt, Strom geht auf Outlet 10 und ähnliches. Damit kann so ein Lieferant schon relativ viel anfangen. Und wir anschließend auch. Nochmal das Ganze in groß, damit man genau sieht, was wo ist. Rectables guckt auch tatsächlich nach, ob die Ports, die man jetzt gerade verbindet, kompatibel sind. Das heißt, ich kann 1000 Base-T nicht in einen SFP-Port stecken. Das geht nicht. Genauso wenig, wie ich normalen C14-Stecker irgendwo einen C19-Stecker auf einer PDU stecken kann. Da sagt das Ding auch so, das passt nicht, willst du das wirklich tun? Jetzt haben wir natürlich auch eine ganze Menge VMs. Wir legen die Dinger in Rectables nur an, damit die entsprechend provisioniert werden können. Das Ganze ist noch ein relativ manueller Workflow. Was wir vorhaben, ist, das dieses Jahr noch zu automatisieren. Das heißt, ich lege eine neue VM an, klicke auf OK, mach mal und nach einer Viertelstunde kommt dann provisionierter Server bei raus. Das ist noch ein bisschen Handarbeit. Moment. VMware. So. Dann kommen wir so ein bisschen zu diesem ganzen Infrastrukturzeug. DNS und DHCP wollen natürlich auch irgendwo generiert werden. Das heißt, ich muss meine Config-Dateien irgendwo herkriegen. Ein Kollege von uns hat ein Ruby-Skript geschrieben, das entsprechend einmal durch die Datenbank tüdelt, alles raussucht und entsprechende Config-Files generiert. Das ganze Zeug wird bei uns in Git-Repository gepusht, das heißt, ich muss mich zum Ändern nicht mehr auf dem Server anmelden. Ich meinen Commit und meinen Push gemacht habe, habe ich eine Syntaxprüfung da drin, das heißt, das Ding guckt, okay, haben sich nicht mehr als 5% geändert. Und stimmt die Syntax überhaupt? Das heißt, geht der Daemon beim Neustart nicht auf die Bretter? Und der Workflow dafür ist relativ kurz. Wir haben Standard-Unix-Tools benutzt, also ein Make. Das heißt, ich tippe einmal Make ein. Dann habe ich irgendwann nach ungefähr 10 Minuten meine ganzen Änderungen. Da muss ich das Zeug halt noch einmal committen und pushen. Dann läuft der Jenkins los mit DHCP und DNS-Jobs. Der kriegt vom Git-Server mit, hallo, hier hat sich was geändert, mach mal was. Und der geht dann los, nimmt die Dateien, guckt nochmal drüber und spielt sie dann auf die entsprechenden Server. Das heißt, in dem Punkt haben wir halt keine Handarbeit mehr. Switch-Konfigurationen machen wir damit, also wir prüfen damit die Switch-Konfiguration, ob das, was im Switch konfiguriert ist, zum Rectables passt. Weil im Rectables habe ich pro Host eine IP-Adresse eingetragen, kann das entsprechend auf ein VLAN matchen. Und das sind irgendwie so bummelig 100 Zeilen Perl.
Wir fragen dafür halt unsere eigene API ab, die wir gebaut haben. Die Soll-Daten kommen aus dem Rectables und die Config selber kommt aus einem Rancid, das einmal die Stunde rumläuft und Konfigurationen einsammelt. Dazu haben wir ein paar Annahmen. So jeder Server hat mindestens 2 Netzwerkkabel. Die sind auf identische Ports gesteckt. Das heißt irgendwie, ich habe oben Port 14, habe ich auf dem unteren Switch eigentlich auch Port 14. Und da wir Failover machen, heißen unsere Interfaces halt Bond 0. Die kann ich mir entsprechend aus dem Rectables raussuchen. Ich habe jetzt nochmal ein paar Beispiele zur also wie man unsere API anspricht. Dazu gibt es ein kleines Perl-Modul noch. Das kommt ebenfalls dann mit. Das heißt, in der oberen Zeile kann ich mir einfach mal alle VLANs holen, die in meinem Datacenter angelegt sind. Und dann kann ich entsprechend unten in der nächsten Zeile einfach mal durchgehen und pro VLAN halt fragen, okay, was hast du denn für ein IP-Präfix da drin? Damit kann ich natürlich gucken, okay, passt die IP-Adresse zum VLAN, die da vergeben ist, und passt das VLAN auf dem Switchboard. Wenn ich jetzt meine Server haben möchte, habe ich auch wieder eine relativ einfache Abfrage. Ich kann gucken, okay, gib mir mal alle Server, die in Reihe FRA 1a stehen. Damit kriege ich dann ein Array von Servern zurück oder eine Array-Referenz und habe dann in meinem Serverobjekt, ich habe den Namen drinstehen, ich habe die IPs drinstehen, ich habe sämtliche Verkabelungen drinstehen und kann damit halt entsprechende Checks machen. Dann machen wir noch ein bisschen was mit unseren Power-Management-Units. Die konfigurieren wir auch automatisch. Die Dinger haben das charmante Feature, dass sie, wenn ihr DHCP-Lease abläuft, sich einfach eine neue Konfiguration vom TFTP-Server ziehen können. Das heißt, ich weiß bei jedem Port automatisch, wie er benannt ist. Ich kann auf meiner PDU gucken, okay, Server XY steckt wirklich da, weil das kommt da aus dem Rectables. Rectables ist für uns die Wahrheit. Das heißt, wenn das nicht passt, hat irgendwer beim Verkabeln geschlammt oder konnte nicht lesen. Wir schalten ab und zu einfach mal Stromports ab. Die Server sind redundant angeschlossen, wenn einer fehlt, fehlt halt einer. Aber ich sehe auf dem Server dann, ob es ausgegangen ist oder nicht. So Stichprobenprüfung. Das Ganze läuft auch wieder über so einen Jenkins-Job, der alle halbe Stunde läuft. Und dann entsprechend Config-Dateien generiert. So, wo wir beim Automatisieren sind, wir machen das Ganze auch mit unserem Monitoring. Wir generieren unsere Schinken- oder Nagios-Konfigurationen ebenfalls anhand von Rectables, weil da stehen sowieso schon alle Hosts drin, kann ich die auch einfach abfragen. Ich kann meine Services anhand von Tags im Rectables zuordnen, das heißt, ich weiß, okay, der Server ist ein Application-Server, das ist ein Perl-Server und der gehört zur Live. Das heißt, ich habe dann meine 3 Webserver-Checks, die ich brauche, ich habe meine Hardware-Checks, weil das Ding aus dem Rectables halt auch weiß, okay, das ist ein HP-Server, also muss ich die HP-Hardware-Checks anmachen. Auch das läuft wieder automatisiert über einen Jenkins, also alle halbe Stunde habe ich eine frische Konfiguration im Monitoring. Auch da wieder keine händischen Eingriffe, das Ganze soll halt automatisch laufen, umso weniger Fehler macht man. Dann haben wir noch so als tägliches Tool unser Gen-Host-List. Da kann ich anhand von Rectables-Tags abfragen, gib mir doch mal eine Liste der Server, die Tag A, B und C haben. Das kann man dann wunderbar mit Knife-Kommandos oder mit Chef oder ähnlichem verheiraten. Das heißt, ich kann sagen, okay, gib mir doch mal alle Perl-Server in Live und mach auf denen XY. Kopiere eine Datei hin, starte die Dienste durch, ähnliches. Das heißt, ich muss mich nicht mehr auf irgendwelche händischen Listen verlassen, ich muss nichts mehr tippen. Das macht das Ganze ganz komfortabel. Gut, kommen wir noch ein bisschen zu Pathkeeper. So sieht es bei uns im Schrank aus, jede Menge Schütten. Wohlorganisiertes Chaos.
Was wir gemacht haben, wir haben diese Schütten einfach mit einer Nummer beklebt und die Teile reingeschmissen. Und dann gesagt, okay, was ist da drin? Das tragen wir jetzt ein. Das heißt, ich finde meine Teile auf jeden Fall wieder, weil ich weiß, in welcher Schütte ich nachgucken muss. So schaut so ein Label aus. Und hier haben wir aus der Partlist nochmal einen Screenshot. Das heißt, ich weiß genau, okay, ich habe hier, Multimode-Kabel, LC-LC. Davon weiß ich, okay, in Frankfurt 2 liegen die in Schütte 1, im Schrank 1, 32 Stück. Und in FRA 1, also in einer anderen Location, liegen sie in Schütte 25. So, das heißt, ich muss eigentlich nicht mehr viel suchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unserem Lieferanten oder den Smart Hands vor Ort entsprechend sage, okay, nehmt auch mal ein Kabel aus Schütte XY, steckt es da und dahin, klebt das Label drauf, dann ist das für die Jungs halt auch einfacher, als wenn sie erstmal durch den ganzen Schrank suchen müssen. Und wir haben ein paar Regeln, das heißt, wer Teile da entnimmt oder verbauen lässt, muss es eintragen. Unser Dienstleister muss uns sagen, was er rausgenommen hat. Und wer sich mehrfach nicht dran hält, hat die nächste Inventur gewonnen. Das heißt, er darf dann mal 2 Tage durchs Datacenter touren und Kabel zählen. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen in der Zeit vertan, glaube ich. Kommen wir schon fast zur Zusammenfassung. Also Data Center Management, ich kann das mit Open Source Tools ohne Probleme machen. Ich muss die Tools eventuell ein bisschen anpassen, das heißt generell Programmierkenntnisse helfen. Ich kann sehr, sehr viel automatisieren und eine saubere Dokumentation hilft irgendwie und macht viele Abläufe sicherer, weil ich genau weiß, was da steht und nicht raten muss, ob der Server jetzt wirklich da ist oder nicht. Also bei uns hat es zumindest geholfen, irgendwie das da in das da zu verwandeln. Also die Arbeit lohnt sich. Gut. Fragen? Warum einzelne Server und keine Blades? Stromgründe. Server brauchen weniger Strom als ein Blade-Chassis. Könnte das Racktables auch Blades verwalten? Das weiß ich. Ja, ich sehe da hinten nicken. Ja. Okay. ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, sowas kann funktionieren, wenn das ganze Unternehmen entsprechend tickt und nicht ständig irgendwelche Leute aus dem Management, Produktmanagement, wie auch immer, plötzlich ankommen, ganz schnell, dann gibt es nämlich wieder irgendwelche temporären Verkabelungen, die sich dann typischerweise 10 bis 20 Jahre halten. Ist das bei euch grundsätzlich auch ein Problem oder seid ihr davon verschont? Weil mein Eindruck, also gerade wenn ich mit Labelprintern rumhantiere, es ist relativ langwierig, vor allen Dingen, wenn ich das ad hoc mache, dann ist es halt wirklich die Rennerei, jetzt brauche ich unbedingt so einen blöden Drucker irgendwo her, ist jetzt gerade nicht greifbar, muss schnell gehen und dann geht sowas halt auch sehr schnell wieder den Bach runter. Wie sieht das bei euch aus in der Richtung? Der Vorteil ist, dass unsere Datas hinter 500 Kilometer weg sind. Wir sitzen in Hamburg, das Zeug steht in Frankfurt, wir können nicht mal eben hinfahren und Kabel stecken. Das heißt, wir müssen es sowieso den Dienstleister machen lassen. Und ob wir dem Dienstleister jetzt eine E-Mail schicken mit steck mal Kabel von A nach B oder eine E-Mail schicken mit, da sind gerade 3 Label aus dem Drucker gerollt, patch mal eben die Kabel. Okay. Also räumliche Distanz hilft auch da, die Dokumentation einzuhalten. Auf jeden Fall, klar. Nein, weil also der Grund, warum ich frage, ist einfach der, ich habe das vor langer Zeit mal mitgekriegt, wo die mit halt diesen gedruckten Labeln genau das Problem haben, dass das nie irgendwie funktioniert hat, bis dann irgendwie ein neuer Rechenzentrumsteam, wie auch immer, Leiter angekommen ist, hat gesagt, das ist völliger Schwachsinn und hat einfach in jedem Schrank innen rein so eine kleine Tasche geklebt mit normalen Etiketten und einem Filzschreiber dazu, mit dem Ergebnis, dass dann auch die Aufkleber tatsächlich gestimmt haben, weil die Leute, dann war es wirklich nur noch ein Handgriff. Aber wenn das bei euch natürlich über Dienstleister läuft, ist das eine grundsätzlich andere Situation.
Genau, also wir fahren halt nicht mehr selber runter und verkabeln. Gerade dieses, ich fahre mal eben ins Datacenter, baue mal zwei Server ein und klemme mal irgendwie drei Kabel so quer hinter drei Racks, hat genau zu dem geführt. Da sieht man es. Viele, viele bunte Kabel, alle quer durcheinander. Und halt gerade diese räumliche Trennung hat bei uns extrem geholfen. Und dann noch eine Frage, auch ein bisschen in die Richtung, kommt das bei euch öfter vor, dass da Maschinen umgebaut werden, umgezogen werden oder kommt da eigentlich immer nur Zeug dazu? Ab und zu werden auch mal welche umgezogen. Hm? Das funktioniert, wir schmeißen halt, ziehen halt die alten Kabel raus, reißen die Label ab und stecken dann entsprechend neue. Das kann man auch machen. Okay, danke. Gut. Sonst noch Fragen? Also wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ja, ich habe mich ein bisschen vertan, das tut mir leid. Ja, zwei Fragen. Einmal zu diesem Partkeeper. Da sagtest du, ihr habt da irgendwo Änderungen noch vorgenommen an der Software? Wir haben LDAP-Authentifizierung reingefrickelt. Ah, super. Das gibt es dann irgendwann mal irgendwo. Ja, Michael, wann haust du die Patche raus? Schulterzucken. Gut. Ich denke, es muss einfach nur noch mal getestet werden. Bei uns läuft es ja und wir können es eigentlich auch irgendwie übernächste Woche raushauen. Da müssen halt andere testen. Okay, Testhörnchen gefunden. Sehr schön. Danke. Zweite Frage, die ich habe, ist, wie managt ihr die Storages oder habt ihr keine? Wir haben Storages. Mhm. Das Zoning ist relativ statisch. Momentan machen wir hauptsächlich auch noch NFS. Von daher, klar, wir haben es im Rectables mit verbaut. Rectables kann allerdings auch ohne Probleme Fiber Channel verwalten. So, das Einzige, was es halt noch nicht kann, ist Zoning. Da muss man dann mal gucken. Noch mehr Fragen? Da vorne ist noch eine. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das falsch verstanden habe, aber Sie betreiben zwei Datacenters und die sind so unabhängig voneinander, dass Sie eins komplett runterfahren können für Maintenance und alles Mögliche und der Betrieb wird davon nicht beeindruckt. Im Idealfall ja. Was ist mit übergreifender Infrastruktur wie IDS-System, Load-Balancer? Steht in jedem Datacenter einzeln. Also eigentlich, wenn die Software es hergibt und nicht irgendwelche Entwickler gerade mal wieder komische Ideen haben, können wir tatsächlich ein Datacenter komplett runterfahren. Es gibt also keinen globalen Load Balancer, sondern das ist dann DNS-basiert, man wird auf einen DC verteilt und dann intern hat man den Load Balancer. Genau, also wir haben vorne vor, haben wir Akamai, also wir machen das Load Balancing quasi über Akamai und Akamai können wir sagen, okay, shifte den Traffic jetzt mal von A nach B. Also sprich, nimm nur B. Wie oft kam das schon vor, dass Sie mal ein ganzes DC runtergefahren haben? Zweimal? Viermal. Gewollt oder ungewollt? Gewollt. Die API, die wird dann aber rein lesenden Zugriff haben. Genau, die API hat nur lesenden Zugriff. Schreibender Zugriff soll vielleicht irgendwann auch nochmal kommen. Okay. Also wir haben halt auch mal mit Directables geliebäugelt und hatten halt ziemliche Schwierigkeiten, unsere Sachen rein zu importieren und das alles händisch da rein zu klöppeln, da war uns die Zeit dann doch ein bisschen zu schade für. Ja gut, wir haben es halt durch den Umzug halt tatsächlich einmal von Hand da reingeklöppelt und da hinten noch. Kannst du nochmal erklären, wie das abläuft mit dem Lieferanten und dem Einbauen und den MAC-Adressen eintragen, wie das genau abläuft? Ja. Wer da was macht? So. Fangen wir hier mal an. Wo sind wir? Da. Wie gesagt, zu Anfang bauen wir es halt tatsächlich virtuell ein. Das heißt, wir haben die Maschine noch nicht, wir wissen aber, was da reinkommt. Das heißt, wir können schon mal sagen, okay, wir können die Höheneinheiten vorbelegen.
Die MAC-Adressen kommen vom Lieferanten. Wir müssen sie bei uns noch im RackTables eintragen. Nö, ist ein Systemhaus. Das ist nicht der Betreiber des Datacenters, sondern wir haben, also beziehen Hardware über ein Systemhaus und kriegen von denen dann halt eine Excel-Tabelle mit, okay, hier ist Server XY, Seriennummer, irgendwas, MAC-Adressen 1, 2, 3. Das müssen wir momentan noch händisch ins RackTables eintragen, wir basteln aber auch schon eine Importfunktion, dass wir einfach dieses Excel-Sheet entsprechend nehmen können, reinwerfen und das Ding trägt sich da quasi von selber ein. Sonst noch Fragen? Wie funktioniert das mit der Inventur? Für die Aufnahme. Das ist relativ einfach. Bei den Servern gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Server, die im RackTable stehen, auch tatsächlich im Rack sind. Wir gucken natürlich nochmal drüber, also das heißt, wir rennen einmal mit dem Tablet durch, gucken, okay, Rack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Server. Ansonsten Inventur halt, einmal vorhandene Kabel durchzählen, gucken, was liegt noch an SFPs und Optiken irgendwo im Datacenter rum, was haben wir noch an Verbrauchsmaterialien, also sprich Rollen für Labeldrucker, Dymo, ähnliches. Also zählen wir halt einfach stumpf durch. Das machen wir alle halbe Jahr. Da habe ich noch einen gesehen. Das, entweder wir tragen es von Hand ein oder unsere Überprüfung spuckt entsprechend die Namen aus mit den Interfaces. Und da kriege ich dann so ein Stückchen Copy-Paste, das kann ich halt von Hand in den Switch pasten. Wir haben uns noch nicht dazu durchgerungen, das auch automatisch machen zu lassen. Da sind wir uns einfach noch nicht sicher. Genau. Heißt das FRA 2 oder wie? Moment. Dran vorbei. Da sind wir. FRA ist Standorte. FRA 1 ist der erste Standort in Frankfurt. Der nächste wäre FRA 2, FRA 3, FRA 4 oder HAM 1, ähnliches. Ja. Nee, die Reihe ist das A. Ja. Nee, das. Genau. DNS, DHCP. Die haben einfach keine Location. Es ist eine VM. Also RackTables kennt halt irgendwie Hypervisor und RackTables kennt VMs. Und wir tragen halt einfach die virtuelle MAC-Adresse da ein, damit wir einmal ein DHCP zugeordnet kriegen, damit wir die Kisten gebootet kriegen und. Ja, werden auch dem Cluster zugeordnet. Danke. Also wie gesagt, DNS, DHCP machen wir komplett über RackTables, weil ansonsten auf MAC-Adressen eintragen hat keiner Lust. Und dann jedes Mal zu sagen, okay, für Server A, B brauche ich jetzt doch ein anderes Betriebssystem, ist halt einfacher im Webformular mal irgendwie von Ubuntu auf Red Hat zu stellen, anstatt, okay, jetzt muss ich hier den Bootserver ändern und dann noch einen Kickstart-File anpassen und ähnliches. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wie wird gewährleistet, dass das Betriebssystem, das du in RackTables auswählst, auch installiert wird? Der DHCP-Server schreibt ein entsprechendes Boot-File in die DHCP-Config und dementsprechend wird dann halt entweder ein Debian-Installations-Image oder ein Red Hat Kickstart gebootet über Pixi. Das heißt, du hast einen Pixi-Server pro Betriebssystem? Ein DHCP-Server pro Betriebssystem, aber dann halt für die jeweiligen Betriebssysteme einen eigenen Jumpstart-Server. Okay. Und die zweite Frage, du hattest dein Ticketsystem erwähnt in RackTables. Ja. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das ist eigentlich nur ein etwas erweitertes, aufgebohrtes E-Mail-Interface. Das heißt, ich kann damit an den Dienstleister eine E-Mail schicken, wo das Objekt, mit dem ich, also Dienstleister soll am Server Speicher tauschen zum Beispiel, dann kann ich bei dem Server sagen, okay, mach mir mal ein neues Ticket auf. Da steht dann schon drin, welcher Server das ist, wo der Server steht, in welcher Reihe der steht. Ich habe den richtigen Dienstleister schon angeschrieben. Ich muss nur sagen, hey, tauscht mal bitte Speicher. So. Okay, cool, danke. So, ich hätte noch eine Frage. Du hast auf einer Folie von Monitoring mit Schinken gesprochen. Wie viele Services sind das in etwa? Das können die Kollegen da hinten beantworten. Okay, danke. Gut, ja. Gut, dann, Dankeschön. Gerne. Wir machen jetzt eine etwas längere Pause bis 3:30. Dann geht es weiter mit Erik Lippmann und Configuration Management mit Verbosi.